Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von FG Normal. Tüte kann weg. Zuallererst habe ich mir eine Aufbewahrungsbox bestellt. Ja, weil ich alle meine Boxen der Art jetzt gerade verbraucht habe und ich brauche eine neue, weil ich noch mehr abkitten möchte. Und ich painte am liebsten damit. Ich habe noch ein paar andere da, werde ich vielleicht demnächst mal aussortieren, mal gucken. Aber haben ist besser als brauchen. Und ja, ich mag die halt am allerliebsten. Ich kann damit am effektivsten, am schnellsten quasi painten. Da passen 56 Farben rein. Das sind 56 Döschen, die sind so an einer Viererreihe, lassen sich aber alle einzeln öffnen. Dann kann man hier das Symbol draufkleben und ich mag das am allerliebsten. Und weil ich jetzt 5 Kästchen, ich habe 5 Stück davon, die sind alle belegt, brauche ich jetzt noch was. Und vielleicht bestelle ich mir noch 2, 3 und sortiere dann ein paar andere aus oder auch ein paar kleinere. Ich habe davon noch diese 28er, weil ich jetzt meistens eher Bilder mache mit mehr Farben oder wenn es weniger Farben hat, dann kitte ich das gar nicht erst ab, weil es dann auch kleine Bilder sind und dann lohnt sich das für mich nicht. Deswegen, ich muss mal gucken, demnächst mal wieder aussortieren. Aber ja, freue ich mich jetzt, dass es da ist und ja, vielleicht noch 2, 3 bestelle ich noch mit. Ich habe ein bisschen, falls ihr es merkt, meine Stimme möchte nicht ganz so, deswegen drehe ich jetzt auch die Videos ab, die ich da habe, falls ich krank werde. Dann habe ich noch ein großes Bild bestellt, da muss ich sagen, direkt gefallen mir 2 Sachen nicht, aber das machen wir am Schluss. Es ist groß, größer als die anderen, groß ist es nicht. Und es ist mit AB-Stein, glaube ich. Dann habe ich noch 4 Snackies bestellt und die fand ich so süß. Ich werde die Produkte in die Infobox setzen und verlinken, wenn ich es vergesse, weil ich die Videos immer vorarbeite. Schreibt es mir in die Kommentare. Bild Nummer 1. Da gab es verschiedene Varianten. Ich glaube 3 oder 4 verschiedene Varianten. Fand ich so niedlich. Toolkit. Ist ein kleines Bild, kommt, kann man es verschmerzen, hat 19 Farben, 30 x 30 cm, runde Steine und zwar diese hier. Das sind kleinere Tüten, aber ist halt auch ein kleines Bild, von daher kommen, okay. Und das sieht super niedlich aus und ich glaube, dass das auch nachher gut aussieht. Wenn es gepaintet ist, könnte ich mir vorstellen, was ich nicht ganz so mag. Es sind so helle Hilfskreise drumrum. Ist nicht ganz so mein Fall, ist aber tatsächlich bei fast allen Bildern so. So sieht's aus. Super süß. Ein Drache in Weiß mit blauen Blumen. Super niedlich mit so einer Frisur. Gefällt mir. Ich finde es total süß. So sieht's aus. Finde ich super niedlich. Nächstes Bild fand ich auch super süß und da gab es auch verschiedene Varianten. Und tatsächlich habe ich die Variante bekommen, die ich nicht bestellt habe. Ich habe nämlich eine andere bestellt, bin ich mir sehr sicher. Gucke ich mal gerade rein. Schade Schokolade. Da habe ich das bestellt. Warte mal. Ja. Genau, gibt es verschiedene Varianten. Die haben mir einfach die erste zugewiesen, die es da gab. Und ich habe aber die 42 bestellt. Und ich habe jetzt hier bekommen die 40. Blöd. Heute läuft es nicht so. Ich zeige es euch mal, was ich eigentlich haben wollte. Ist nämlich das. Hat mir viel besser gefallen. Werde ich nochmal nachhaken. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Bei dem anderen
War das die Variante? Jetzt gucke ich alles nach, Leute. Jetzt gucke ich nach. Steht das da drauf, was das für eine Variante ist? 4090. Nee, habe ich auch nicht bestellt. Da habe ich nämlich die 93 bestellt. Ich meine, das gefällt mir auch gut, aber ist halt nicht, was ich bestellt habe. Und das ist blöd. Genau. Ich habe was ganz was anderes. Den habe ich bestellt. Trifft's gar nicht mal in etwa. Nee, da werde ich dann nochmal schreiben und werde sagen, Freunde, danke für die Sachen, aber es war nicht, was ich wollte. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und genau das habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Egal. Werde ich auf meinem Sale-Account anbieten, weil jetzt nervt's. Toolkit, kleine Tütchen, der Hund. Hat 21 Farben, ist halt Winnie Pooh drauf, ist super niedlich, aber glaube ich tatsächlich, dass das nicht so gut rauskommt, weil sehr, sehr, sehr viel drauf ist für die super kleine Größe von 30x30 cm. Und deswegen habe ich die Variante auch eigentlich nicht genommen, weil hier ist noch so eine kleine Biene drauf, hier, das wird man alles nicht erkennen und das ist schade. Ja, und da dachte ich, kommt die andere Variante halt was besser raus und deswegen wollte ich auch die andere Variante haben. Ja, ist jetzt halt ein bisschen doofi gelaufen. Aber da werde ich auf jeden Fall hinschreiben, weil das geht nicht. Da müssen die auch drauf achten, dass die auch die Bestellung so machen, dass man das bekommt, was man bestellt hat. Bei dem hier ist es, was ich bestellt habe, aber wahrscheinlich, weil es auch die erste Variante ist. Gucken wir es uns gleich an, ist dieses Bild hier. Ja. Ist halt blöd. Dann soll man lieber alles einzeln auflisten im Shop und nicht verschiedene Varianten unter dem gleichen Link. Weil wenn ich dann extra hinschreibe noch unter den Link, welche Variante ich möchte, da aber quasi drauf wird, dann ist es schwierig. Ja, das ist dann halt auch ärgerlich für mich, weil das sind ja Bilder, die ich haben wollte. Und jetzt habe ich Bilder, die ich nicht haben wollte. Das ist ein größeres Bild. 30x40 cm, mega schön, gefällt mir richtig gut. Hat leider auch diese hellen Hilfskreise außenrum, finde ich so lala. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön. Wirklich sehr schön. Hat leider auch diese kleineren Tütchen. Ja, weil es jetzt ja schon ein bisschen größer ist. 30x40 cm, aber guckt mal. Super niedlich, hat mir richtig gut gefallen. Ist so ein Drache auf einem Osterei im Wald. Ist der vielleicht gerade da rausgeschlüpft? Ist das sein Ei? Keine Ahnung. Aber ich finde es super schön, gefällt mir. Ist wirklich sehr niedlich. Genau. Ist schön. Und da, finde ich, kann man auch gut AB-Steine mit einarbeiten. Und ich zeige euch mal die andere Variante. Ja, das ist die erste Variante. Deswegen habe ich wahrscheinlich da das Richtige bekommen. Die andere Variante unter dem Link ist so ein bunter Drache. Auch sehr süß, aber wenn ich den gewollt hätte, hätte ich den sowieso nicht bekommen. Ja. Naja, schauen wir mal, was sie sagen zum Desaster. Und dann Unicorn Organizer. Genau, und das hier, das wollte ich. Da gab es keine verschiedenen Varianten, Glück gehabt. Ist auch 30x30 cm, super niedlich, Toolkit, auch kleine Tüten. Warum? Was ist denn da los? Ich meine, ja, ist ein kleines Bild, da finde ich das, wie gesagt, gerechtfertigt, aber bei ab 30x40 eigentlich nicht mehr. Hat 21 Farben auch, ist super niedlich, wirklich ist super niedlich.
Sieht jetzt ein bisschen hell aus, aber die Farben sind nicht so hell. Das ist so ein Reh mit Schmetterling, Blümchen, super niedlich, Blumen hier im Geweih, diese großen Ohren, die großen Augen. Sehr, 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 sehr süß. Also gefällt mir wirklich super gut. Das ist echt mega schön, aber halt auch diese hellen Kreise teilweise drumrum, nicht überall. Ja, aber trotzdem super niedlich. Ja, dann kommen wir mal zu dem etwas größeren Bild. Das ist 40 x 40 cm. Ich mache das mal alles auf Seite, weil ich das fotografiere und denen schicke, dass da was schiefgelaufen ist. Und was ich nicht so gut finde, das wurde halt so umgeknickt. Finde ich blöd. Ich meine, es ist doch nur 40 x 40. Warum? Ich meine, es macht jetzt nichts bei dem Bild, glaube ich. Aber ja, wobei, es ist schon, ich finde es schon ein bisschen zu knickrig, muss ich sagen. Mag ich nicht. Finde ich nicht schön. Ist blöd und es ist doch kein großes Bild. Warum? Toolkit finde ich sehr gut, mag ich am liebsten. Dann alles in Zipptüten ist schön. Zippbeutel. Auch runde Steine, AB-Farben hole ich raus. Da fliegen in der Tüte noch Steinchen rum. AB-Steinchen. Aber die Farbe ist gar nicht dabei. Das ist so ein rosa. Lass ich drin. Goodie kann man sich raussammeln. Und dann hat man noch eine andere Farbe als AB. Da ist jetzt mit dabei einmal braun, die 152. Das glänzt dann so grünlich. Dann ist mit dabei weiß, 3865. Ist so ein guter Allrounder auf jeden Fall. Und da ist auch noch ein anderes Steinchen mit dabei, die 775. So ein hellblau. Kommen wir zum Bild. Hat mir gut gefallen, finde ich schön. Hat 29 Farben, ist eine Huakan-Leinwand, hat eben auch Hilfskreise außenrum, teilweise auch dunkle, das nicht nur teilweise, dunkle Hilfskreise außenrum. Das mag ich nicht so gerne, weil man da schon sehr genau painten muss. Schade. Ist aber oft so bei den Huakan-Leinwänden. Naja. Mal gucken. AB. Totally random. Also wirklich, ergibt gar keinen Sinn, muss ich jetzt leider dazu sagen. Die 775 ist auch total unpassend. Ich sag's, wie es ist, Leute. Kennt ihr? Wisst ihr Bescheid? Ach, passt alles gar nicht. Meiner Meinung nach. Naja, ist auf jeden Fall das Bild. Das Bild ist eigentlich schön. Mir gefällt das Einhorn. Ich finde das sehr, sehr süß. Mit den Schnörkeleien außenrum noch. Aber die AB-Farben finde ich sehr schlecht ausgesucht. Sehr schlecht. Das ist nämlich einmal hier dieses A, was hier überall ist. Ich meine, warum? Das ergibt für mich aber sowas von gar keinen Sinn. Dann weiß hier im Pferd auch irgendwie gar keinen Sinn für mich. Und dann, Moment, spiegelt ein bisschen, ne? Dann hier so ein hellblau. Was? Leute, also sorry, aber verstehe ich gar nicht. Wenn, dann hätte ich hier im Horn, hätte ich dann AB. Vermutet. Ja, weiß ich nicht. Hätte auch gereicht. Oder in den Haaren. Oder vielleicht so ein bisschen grünlich. Hier in den Blumen von mir aus. In den Blättern. Aber alles andere, es ergibt einfach für mich gar keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Also da hat halt auch gar keiner mitgedacht. Sorry, aber. Ja. Schade, Schokolade. Ich meine, kann man ja austauschen. Jeder von uns hat genug Steine zu Hause, aber warum? Läuft heute nicht so. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video, mit dem Unboxing. Also,
bin dieses Mal von der Lieferung nicht ganz so begeistert. Aber weil ich andere Sachen bekommen habe, die ich bestellt habe, nicht nur einmal. Das finde ich halt nicht so gut. Und die AB-Steine hier. Geht gar nicht. Aber ist Geschmackssache, ne? Das war's jetzt mit dem Video, mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.